Ja. Tut mir leid, ich konnte ihn leider nicht davon überzeugen, dich reinzulassen. Ja, scheiße gelaufen. Ich weiß, wer die Ratte ist. Es ist Cutter. Cutter? Er lässt sich von uns bezahlen, damit wir in Ruhe arbeiten können und dann bestiehlt er uns. Ich hoffe, dieser miese Penner wird uns keine Probleme mehr bereiten. Was ist mit den Paketen? Hat er sie dabei? Finde sie und bring sie mir. Hier sind die Pakete, die du wolltest. Herzlichen Glückwunsch, Kleiner. Du hast dir gerade einen Haufen Gold verdient. Wow, ist ja irre! So, jetzt erzähl mir, wie ich die Händler ausnehmen kann. Gut, ich werde dir sagen, wie es läuft. Es gibt zwei lohnenswerte Ziele für uns. Da wäre zum einen Konrad, der Warenhändler. Er nimmt's von den Bauern und verkauft es mit fettem Gewinn weiter. Und dann Alvaro, der Waffenhändler. Da der einzige Schmied in der Stadt für ihn arbeitet, diktiert er die Waffenpreise. Wie kassiere ich die beiden Händler ab? Verschaff dir zunächst einen Überblick. Sprich mit ihnen. Vielleicht kaufst du was. Du musst rausfinden, was sie beschäftigt. Welche Probleme sie haben und welche Schwächen. Wenn wir ihre Schwächen kennen, können wir sie gegen sie benutzen. Alvaro hat einen Klingenstab im Keller. Na, das klingt doch nach einer günstigen Gelegenheit. Ich gehe davon aus, dass Cid und Delgado dir die nötigen Talente beigebracht haben. Nun, falls nicht, solltest du das nachholen. Und was mache ich mit dem Klingenstab? Du wirst ihn zurückgeben, wie ein anständiger Bürger das tut. Natürlich nicht, ohne einen angemessenen Finderlohn zu kassieren. Und darauf wird Alvaro sich einlassen? Er ist Geschäftsmann. Solange du nicht zu unverschämt wirst, wird er es sich zumindest überlegen. Okay. Ja, wie gesagt, da wissen wir wohl nochmals zu Sid. Hi, Edgar. Na, alles flott. Und du scheiß Penner, ich mach dich. Was guckst du so? Irgendwann noch fertig. So, nun. Ich weiß. Ja, du wieder nicht. Ist klar, ja. Aber sicher doch. Einmal dann doch. Du, ich hab den Kopf voll mit anderen Sachen. Nee, das lohnt sich nicht. Ist reine Zeitverschwendung. So. Ich will es nicht hören. Was guckst du so? Ich will es nicht hören. Ja? Hast du keinen anderen, den du vollquatschen kannst? Okay, Sid will nicht mehr mit mir sprechen. Heißer Brosa. Ich will ein besserer Dieb werden. Nee, das möchte ich nicht. Hey, was guckst du so? Ja. Super, dann muss ich nochmals im Internet schauen, wieso das Sid nicht mehr mit mir redet. Bis dahin, haut rein. So. Ja, bin ich wieder. Ich hab ganz kurz nachgeschaut. Es gibt hier in der Hafenstadt zwei, die das anbieten. Unter anderem Sid, aber da wir ja den verärgert haben. Pavel und Flavio. Oh, keinen Scheiß. Ich beobachte dich. Ja. Schon gut. Du siehst aus wie jemand aus der Vulkanfestung. Ja, richtig. Ich bin Novize Jill. Ich stehe Meister Belschwur zur Seite. Was genau passiert da oben in der Vulkanfestung?
Die Festung ist normalerweise ein Ort der Ruhe und des Wissens. Aber jetzt hat sich die Inquisition dort breit gemacht und bildet ihre Rekruten aus. Erzähl mir mehr über diese Stadt. Hier herrscht große Unruhe. Die Anwesenheit des Inquisitors nehmen viele nicht an. Wenn es dem Inquisitor gelungen wäre, den Don zu ergreifen, sähe es hier bestimmt anders aus. Wieso? Don Esteban und seine Verbrecher haben immer noch großen Einfluss in der Stadt. Viele Menschen glauben, dass er hier wieder die Kontrolle übernimmt, sobald der Inquisitor weg ist. Die wenigsten wollen sich jetzt mit dem Don anlegen, um später nicht dafür die Rechnung bezahlen zu müssen. Wie stehst du zum Inquisitor? Er ist der Einzige, der uns in diesen schweren Tagen helfen kann. Er wird die Bedrohung durch die emporgestiegenen Tempel abwenden und uns die Ordnung wiederbringen. Zurzeit verrichtet er seine Aufgaben oben in der Vulkanfestung. Solange hat er hier seinen Vertreter, Kommandant Carlos, eingesetzt, um die Kontrolle zu behalten. Ja. Da das mit Carlos, das wurde uns ja auch schon 2000 Mal erzählt. Hi, ich bin Cowell. Bist du auch auf der Suche nach einem ruhigen Plätzchen? Eigentlich wollte ich mich nur mal umsehen. Tu das. Für mich ist hier der beste Platz der ganzen Stadt. Es ist so ruhig. Was machst du hier? Ich bete zu der heiligen Flamme. Ich bete, dass sie uns alle beschützt und ich bald wieder auf die Jagd gehen kann. Hier, ein Heiltrank für dich. Mit einem Gruß von Belschwur. Ah, danke. Der Meister vergisst uns nicht. Du bist Jäger? Ja, ein Jäger ohne Bogen. Was ist geschehen? Das Gesetz erlaubt nicht, dass wir jagen. Die Ordenskrieger haben mich in die Stadt geschleppt. Ich hatte wohl noch Glück, dass sie mich nicht in die Vulkanfestung gebracht haben. Und dein Bogen? Ich habe ihn bei Costa versetzt. Er hat mich eine Woche satt gemacht. Aber jetzt hat nicht mal Flavio mehr Arbeit. Alles, was mir bleibt, ist der Eintopf von Meister Belschwur. Weißt du, wo ich Felle bekommen kann? Felle? Ich hörte, Baxter lässt eine Lieferung Fleisch bringen, wenn er einen Haufen Felle bekommt. Deshalb bin ich hier. Hast du Felle? Pass auf, ein Fell habe ich noch. Das kannst du kriegen. Und? Wie kann ich mehr Felle auftreiben? Keine Ahnung, vielleicht hat Pavel eine Idee. Erzähl mir von der Flamme. Ich bin nur ein einfacher Jäger und weiß nicht viel über diese heiligen Dinge. Versuch's einfach. Es ist... Die Flamme beschützt uns. Uns alle. Verstehst du? Sie beschützt die ganze Insel. Sie ist wie ein Lagerfeuer, das dich beschützt, wenn du im Wald bist. Nur diese Flamme ist halt viel größer und mächtiger. Ach, ich weiß auch nicht, wie ich das erklären soll. Ich bin kein Magier. Aber ich weiß, dass die Flamme uns beschützt. Kannst du mir was über die Jagd beibringen? Hier in der Stadt gibt es nichts, was man jagen könnte. Was ist mit Bogenschießen? Das kann ich dir zeigen. Was kannst du mir über die Jagd beibringen? Bring mir bei, wie man richtig schleicht. Wenn du wirklich leise sein willst, musst du die Zehenspitzen zuerst aufsetzen. Achte darauf, dass du auf keine kleinen Äste oder so trittst. Sie würden dich verraten. Du musst langsam sein. Du darfst nichts überhasten. Okay. Zeige mir, wie man Tiere ausweidet. Du schlitzt die Beute vom Kopf her bis nach hinten auf. Dann kannst du das Fell mit einem Ruck vom Körper ziehen. Mit dem richtigen Werkzeug kannst du Tieren auch ihre Hörner oder Zähne rausschneiden. Das Werkzeug kannst du bei vielen Jägern kaufen. Ja, so weit wär's das eigentlich. So, dann gehen wir da wieder zurück. Und wir können nun hier schleichen. Suchst du was? Nee. Wie kommt ihr denn auf so eine Idee? Naja, da hinten hin müssen wir auch nochmal.
Dahinter ist nämlich der Typ, von dem wir uns auch schon... Okay, das kannte ich hier noch gar nicht. Aber gut. Dann gehen wir mal schlafen. Bis Mitternacht, dann kommen wir mit Sicherheit besser in die Häuser rein. So, auf die Truhe. Und da oben ist noch eine goldene Schale. Die können wir bei Gelegenheit einmal runterholen, wenn wir einen Zauber haben. Also, beziehungsweise eine Schriftrolle. So, Was willst du? Ach Mist, ich müsste noch zu Delgado. Ich müsste da ja noch Taschendiebstahl erlernen. Mist. Halt! Wegen eures gefangenen Schatzsuchers. Wie könnte ich dich dazu bewegen, ihn freizulassen? Du willst mich da wohl nicht etwa bestechen, oder? Das wirkt bei mir nicht. Du wirst dich so lange gedulden müssen, bis ich eine Nachricht von Carrasco bekomme. Erst wenn die Sache mit den 3 Goldschalen geregelt ist, werde ich Olf wieder freilassen. Hör mal, du Sp... Ich... Ha! Dann... Aber... Ja. War doch nur ein Vorwand. Ich besorge dir wirklich das wertvolle Amulett, was wir für den Tod brauchen. Bin doch nicht bescheuert, helfe doch nicht euch. Stehe auf der Seite der Banditen, ihr Idioten. So, hier noch ein Heiltränkchen. So, hier noch Goldmünzen einsammeln. Ei, Ordenskriege. Vom Schlösserknacken verstehe ich nichts. Ist doch scheißegal, brich die Truhe einfach auf. So, hier noch kurz lesen. Der Mond und das Meer, eine anziehende Geschichte. Wow. Ist ja interessant. So, hey, Olf. Du siehst nicht aus wie ein Kämpfer. Schlaumeier, bin ich ja auch nicht. Ich bin Schatzsucher. Und einer der Besten der Welt, möchte ich mal anmerken. Naja, wenn ich nicht gerade gefangen gehalten werde, versteht sich. Kannst du mir was beibringen? Ich kann dir zeigen, wie du mit deiner Spitzhacke Erz schürfst. Ich dachte, du bist Schatzsucher. Ob du eine versteckte Wand einhackst oder Erz schürfst, ist alles das Gleiche. Du bist also einer der besten Schatzsucher der Welt, ja? Sicher. Meine Brüder und ich, wir haben's einfach drauf. Verstehe. Du bist einer der Drillingsbrüder. Ihr seid aber sehr von euch überzeugt. Denk doch, was du willst. Es ist die Wahrheit. Schon als Kinder konnten wir mit Schaufel und Spitzhacke besser umgehen als alle anderen. Man könnte sagen, dass wir unser Hobby zum Beruf gemacht haben. Meine Brüder und ich sind bisher noch niemandem begegnet, der mehr aus der Erde geborgen hat. Und wir sind schon sehr weit herumgekommen. Das kann ich dir sagen. Für wen arbeitet ihr, Drillinge? Wir sind unabhängig. Wir arbeiten für den, der am besten zahlt.
Ob Don oder Inquisitor ist uns egal. Wir suchen nach Gold, Gefahr und Herausforderungen. Und das als Schatzsucher? Ja, ja. Spotte du nur. Wenn du glaubst, dass nur die Kämpfer ihr Leben riskieren, dann hast du dich geschnitten. Die Höhlen und Ruinen dieser Insel sind tückisch und mordsgefährlich. So, weil vor das Gold wird knapp. Zeig mir, wie man schürft. Zeige mir, wie man schürft. Zunächst einmal musst du erkennen, wo überhaupt Erz zu holen ist. Es bringt ja nichts, wenn du auf die nächstbeste Felswand einschlägst und da gibt es gar nichts. Wie erkenne ich einen Erzvor... Was nehmt ihr denn so für eure Arbeitskraft? Im Moment würden wir jeden Job annehmen. Also, wenn du einen guten Job für uns hast, dann lass es uns wissen. Doch dazu müsstest du uns aus der Stadt schaffen. Ach ja, und die Kleinigkeit mit den Weißen hier müsstest du regeln. Du müsstest Hernandez davon überzeugen, mich gehen zu lassen. Sonst wird das nichts. Ich werde euch aus der Stadt bringen. Großartig. Das hört sich vielversprechend an. Dann kümmere dich erstmal um die Weiße Wache am Eingang. Wenn Hernandez mich nicht gehen lässt, komme ich hier nie raus. Deine Brüder sollten wissen, was du vorhast. Ach ja, das hätte ich fast vergessen. Am besten sagst du ihnen, dass sie zu unserem Treffpunkt gehen sollen. Sie wissen dann schon, was ich meine. Wie überzeuge ich Hernandez davon, dich freizulassen? Tja, du weißt ja, warum sie mich hier festhalten. Sie wollen die 3 Goldschalen. Und was soll ich jetzt machen? 3 Brüder, 3 Goldschalen. Der Rest ist deine Sache. Hauptsache, du ziehst die 3 Schalen aus dem Verkehr. Okay, ich schicke deine Brüder zu eurem Treffpunkt. Alles klar. Ich wette, du wirst die beiden in irgendeiner Kneipe in der Gosse oder am Hafenkai finden.